Dann schätzen Sie das Land jedes Fußballspielers. Hello everyone. Let's Are go. You ready for new challenges? Guess the country of football player. We have a bonus question at the end of the video. Easy. Eder Militao ist Portugiese. Habe ich ja gesagt, Brasilianer. Okay, 1 von 1 falsch. Ruben Dias ist aber Portugiese. Komm, enttäusch mich jetzt nicht. Ruben. Wir waren Best Friends. Ja, wollte ich doch sagen. Nicolo Barella, Italiener, der aus Argentinien kommt. Italiener. Ja. War gefährlich. Andrew Robertson ist Schotte, also das obere. Ah. Für die, die Flaggen nicht kennen. Das darunter ist England und dann Norwegen. Christian Pulisic ist USA. Hat aber Wurzeln irgendwo in Kroatien oder Serbien. Wahrscheinlich in Kroatien, deswegen war das mit drauf. Ansu Fati ist Spanier. Wen gibt's noch? Kylian Mbappé oder Mbappé, wie ich ihn nenne. Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ist natürlich Franzose. Meine Arbeitskollegin hat mir ein Foto geschickt. Lorenzo Pellegrini ist Italiener. Jude Bellingham ist natürlich Engländer. Hätte ich das nicht gewusst. Ja, ne? BVB, obvious. Carrasco. Da bin ich mir unsicher. Ich glaube Belgier. Also Deutsch kann ich ausschließen. Alvarez, Uruguayer? Argentinier, okay. Lang kein FIFA mehr gespielt. Jadon Sancho, Engländer? Das Gute ist immer, wenn alte BVB-Spieler drankommen, die weiß ich safe. Toni Kroos, ja. Müssen wir nicht drüber reden, ne? Deutscher. Auch wenn er gefühlt schon ewig bei Real spielt. De Ligt ist Niederländer. Und wahrscheinlich falsch ausgesprochen von mir. Paredes. Der war auch Argentinier, oder? Ja. Libra ist Schwede. Son ist Südkoreaner. Earl ist Norweger. Und das Trikot steht ihm nicht. BVB-Trikot sah besser aus. Koundé ist Franzose, würde ich sagen, rein vom Namen her. Ja. Du, 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 du.
Der erste, bei dem ich gar keinen Plan habe, Tunesier. Also, wo ich nicht mal eine Idee hätte. Okay. Das war Algerien und nicht Tunesien, oder? Aber das meinte ich. Ägypten, obvious. Auch wenn ich nicht weiß, welche von den drei Flaggen Ägypten ist. Ah, die, okay. Flaggenquiz machen wir besser nicht. Pate. Der ist, glaube ich, das obere. Ah. Ja. Declan Rice ist Engländer. Benzema als Franzose und zurückgetreten von der Nationalmannschaft. Felix ist Portugiese. Joao Felix. Mané kommt aus dem Senegal, auch wenn ihr mich auch da nicht nach der Flagge fragen dürftet. Hakim Ziyech kommt aus Marokko. Ich glaube, das ist die oberste Flagge. Ja. Konaté, das untere, oder ist er Franzose? Franzose. Ja, habe ich ja gesagt. Messi, obvious Argentinier, das untere also, C. Da kenne ich Uruguay, Spanien, Argentinien sind die Flaggen. Vlahovic, das mittlere B. Oder? Nee, es ist C, glaube ich. C, 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 C. Ah, es ist A, perfekt. Brozovic kommt, glaube ich, aus Kroatien. Also A. So peinlich, wenn man hier was falsch hat, ne? An Flaggen. Kann auch sein, dass das jetzt gar nicht Kroatien ist. Christian Eriksen ist Däne, das ob wir es C. Irgendwann muss ich mal Flaggen lernen. Wie viele kommen noch? Zinchenko ist Ukrainer. B. Luke Shaw ist Engländer. Ja, wir haben noch. Ah ne, nur eine Minute noch. Nicht mal ganz. Okay. Wen haben wir dann? Robert Lewandowski ist Pole, also A. Bonus question. Martinelli. Noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Der muss Portugiese sein. If you know the answer, leave it with your score in the comments, and we will send you a special greeting in the next video. Subscribe to our channel for more content. I did this excellent. I'm glad you know so much now. Wir werden also nie erfahren, wer es ist. Außer es steht in den Kommentaren. Brasilien.